Hi und Servus mal wieder zum Review vom Turbo. Heute auf dem Tisch mal wieder meine Lieblingsmarke ICS. Nicht ohne Grund, Leute. Heute auch mal wieder ein Modell, das ich so noch nicht hatte. Es ist zwar wieder eine M4, seid aber nicht gleich gelangweilt, denn es ist was Neues bei mir auf dem Tisch. Die sogenannte ICS PAR MK3. Von der MK3 gibt es drei verschiedene Versionen, nämlich einmal die MK3C, das ist so eine kurze CQB-Version. Dann die MK3 Karabinerlänge, wie sie ich heute habe, und die MK3R mit längerem Lauf und längeren Riss. Diese gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich kenne sie jetzt zum Beispiel in Tan und in Schwarz. Ich habe sie in Tan, geiles Teil. Gucken wir es uns mal an. Kommt hier wie immer ICS typisch in diesem sehr wertigen Pappkarton mit Kofferfunktion. Schlicht bedruckt im Stile der, der CXPs. Genau, kennt man ja eigentlich schon. Habt ihr schon einige dieser Kartons gesehen bei mir. So sieht es innen drin aus. Wir haben natürlich immer ICS-typisch das hervorragende Kunststoff-Inlay. Dazu eine schöne kleine Broschüre mit den verschiedenen Modellen, Bedienung sowie Explosionszeichnung. ICS-typisch eine Laufsocke mit dabei, ein High-Cap-Magazin, die Waffe selbst, ein Tütchen mit echt nicht schlechten BBs sowie zwei Ersatzsicherungen. Und noch ein Tool zum Zerlegen. So viel zum Lieferumfang. Aber euch interessieren natürlich die Knifte selbst. Und da habe ich wie meistens was vorbereitet. Was mich optisch sehr anspricht. Gucken wir mal, ob es euch aufgefällt. So sieht das gute Stück hier aus. Also in meinen Augen so ziemlich der perfekte M4-Karabiner. Jetzt von ICS. Ich dachte immer, die beste Haptik kommt von VFC, aber ich muss sagen, die PAR MK3 Pro Arms, geiles Teil, also Hut ab. Nicht im Lieferumfang enthalten, sage ich gleich, ist hier das RDAP, Red Dragon, Red Dot, sowie der One Point Sling. Dieser ist separat erhältlich bei diversen Shops, wie ihr es denn möchtet. Ansonsten befindet sich die Waffe soweit im Serienzustand, hat auch ein Serienmagazin drin. Geiles Teil. Technische Daten. Es ist eine SAG mit EBB, schießt nur Semi, kein Vollauto. Elektro-Blowback, ja gut, ist immer so ein bisschen eine Fake-Bezeichnung. Eigentlich rattert hier nur das Hülsenauswurffenster, weil einen Blowback-Effekt spürt ihr nicht. Das könnt ihr nur sehen. Ich persönlich würde ihn auch deaktivieren, weil es einfach Leistung und Akku zieht. Kaliber 6mm BB. Wir haben an der Waffe natürlich ein einstellbares Hop-Up. Dial-Type zeige ich euch noch. Material der Waffe, ein Traum. Aluminium, Zink, sehr sehr viel davon und einige wenige Kunststoffteile. Sehr hochwertig und ich habe selten an der Waffe so einen dicken Body gesehen wie bei der. Also absoluter Hammer. Wie schaut's aus? Magazinkapazität. Diese Magazine kennen wir ja bereits. ICS Standard High Cap Max, ca. 300 Schuss fassen, aufzusparen hier unten, einzufüllen hier oben, haben Sichtfenster. Die CXPs haben generell dieses Magazin verbaut. ICS verbaut auch noch Stahl-Highcaps im Stile ganz normaler AR-15-Magazine. Aber das hier ist so ziemlich jetzt das mir geläufigste ICS-Magazin. Funktioniert, ist nichts Besonderes, hat aber einen guten Grip, hat eine schöne Farbgebung, passt. Zur Energie, laut Webseite crownt die Waffe mit ca. 1,7 Joule. Ich habe sie selbst gecrowned gerade eben. Bei mir piekt sie sogar mit bis zu 1,72 bei 0,25 Gramm BBs. Geschossen mit dem 11-1er Lipo. Das schwächste Ergebnis, das ich hatte, waren so 1,65. Also die Waffe ist sehr performant, trotz bereits ziemlich heftig eingestellten Hop-Up. Die Kugeln segeln sehr weit. Kann man davon ausgehen, wenn das Hop-Up noch deutlich mehr rausgenommen wird, dann könnte sie vielleicht schon an den 1,8 Joule kratzen. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Waffe. Muss man gucken, weil manche Spielfelder einfach ja, ein zu heftiges Regelwerk haben, dann dürft ihr mit der Waffe halt schon wieder nicht mehr spielen. Müsst vielleicht unter Umständen gedrosselt werden. Das ist echt ein starkes, performantes Teil, muss man dazu sagen. Maße, Gesamtlänge, Leute, haben wir ca. 835 mm eingezogen, ausgezogen ca. 930 mm. Davon nimmt der Lauf eine Länge von 375 mm ein, ist eigentlich relativ Standard für eine Karabinerlänge, aber man könnte auch deutlich mehr noch rausholen, wenn man es denn möchte. Zu den Internals, wir haben eine V2 und zwar natürlich wieder ICS die Split V2. Wir haben sehr hochwertige Internals, wir haben Stahlgears, der Pinion Bevel Gear ist durch Pulverspritzen zusätzlich verstärkt worden, wir haben einen verstärkten Pompisten,
Wir haben Stahllager. Ab Werk ist natürlich wieder mal ein Tuninglauf verbaut. Echt nicht schlecht. Und der für mich in meinen Augen beste Stockmotor, der Turbo 3000 von ICS. Ich kann es immer wieder sagen, aber diese Motoren sind einfach der Burner. Wirklich nicht schlecht. Genauso verfügt die Waffe über eine neue Hop-Up-Unit, und zwar ist die serienmäßig aus Metall. Die meisten CXPs haben eine Hop-Up-Unit aus Kunststoff, dieser ist auch nicht schlecht, aber eine Metall-HU, sehr sehr geil, kann man nichts sagen. Gewicht haben wir an der Waffe von ca. 3,2-3,3 Kilogramm, jetzt hier bei mir ein bisschen mehr, weil das Red Dot wiegt ein bisschen was, genauso wie das Sling. Und ich meine, das Teil ist haptisch ein Traum, also wirklich eine feine Geschichte. Die Highlights, naja, wie gesagt, fast komplett aus sehr wertigem Metall gefertigt. Wir haben die Original Pro Arms Markings, was man hier erkennen kann. Also echt nicht schlecht. Hier schön auf dem Body Pro Arms. Echt schön mit Logo. Wir haben schön eingelassene Logos für den Fire Selector Switch. Genauso wie hier. Hier ist sauber auch die Markings untergebracht, wie unser FM5-Weg Begadi als Importeur, Kaliberangabe und auch wieder schönes Logo PAR MK3 mit Seriennummer und so weiter und so fort. Also eigentlich echt vom Feinsten, also da kann ich mich und werde ich mich definitiv nicht beschweren. Die Metallteile sind weitestgehend CNC gefräst, wie dieses wunderschöne Riss, fässt sich auch super an, ist echt klasse. Der Griff, der Stock, die Flip-Up-Sides sind aus dem wunderbar wertigen Kunststoff, den ICS verbaut. Ist jetzt vielleicht nicht ganz Lonex, aber kommt der Sache sehr, sehr nahe. Und das ist so ziemlich eigentlich für mich das größte Lob, das man im Kunststoffteil aussprechen kann. Die Gearbox, wie gesagt, Split V2, erleichtert die Wartung und die Demontage. Da gehen wir dann auch noch kurz drauf ein. Wirklich wunderbar. Diese Gearboxen haben auch eine unfassbare Langlebigkeit. Langzeittest vom Hersteller, steht zumindest so auf der Webseite. Nach über 100.000 Schuss keine nennenswerten Verschleißerscheinungen. Kann ich jetzt nur zitieren. Ich habe natürlich jetzt mit der keinen Schusstest, mit den 100.000 Schuss gemacht, aber ich benutze die Split V2 von ICS seit diversen Spielen. Habe schon tausende Kugeln damit geschossen und wirklich bei mir war es kein Problem. ICS ist Qualität, kriegt da wirklich viel fürs Geld. Auch wenn diese Waffe hier mit einem Preis von knapp 400 Euro deutlich teurer ist als die meisten Kolleginnen von ICS. Nichtsdestotrotz, geiles Package. Genau, was haben wir denn noch? Wir haben wieder den schön designten neuen Nachladehebel mit einer zweiseitig zu bedienbaren Sperrklinke, kann man hier erkennen. Öffnet sich durchziehen, natürlich das Hülsenauffüllfenster und der Fake Bolt. Wunderbar. Ergonomisch das gute Stück, absolut toll, schöner Grip, gefällt mir richtig gut. Wir haben serienmäßig mit verbaut eine schöne QD-Sling Plate hier hinten bei der Stocktube, perfekt, wie man hier sehen kann, zum Anbringen von One-Point Slings. Wunderbärchen. Außerdem hat die Waffe eine sehr intelligente Kabelverlegung, welche ich euch auch noch zeigen werde. Damit quetscht ihr nicht mehr so schnell die Kabel des Akkus und das ist echt eine sehr feine Geschichte. Gucken wir uns doch mal die Bedienung der Knifte an. Feines Teil. Jetzt baue ich aber erstmal hier ein bisschen die Anbauteile runter, weil die stören mich. Aber zum Veranschaulichen, glaube ich, war es absolut ausreichend. Super. So sieht das gute Stück hier aus. Fangen wir von oben an. Wir verfügen an der Waffe über Flipsides aus Kunststoff. Diese sind, ich sage jetzt mal, Geschmackssache. Ich finde sie rein von der Spielbarkeit her unfassbar gut. Optisch nicht jedermanns Sache, aber die Bedienung ist auch top. Durch Drücken nach vorne öffnet man diese Flip-Visierung. Kann man hier schön erkennen. Jetzt sind sie aufgeklappt. Die Visierlinie ist sehr angenehm und auch sowie in der horizontalen wie in der vertikalen einstellbar. Können wir mal hier angucken, wie das so aussieht. Also für mich in meinen Augen eine wunderbare funktionelle Visierung, top offene Visierung. Und ihr habt, wie gesagt, durch eure Flip-Sides, Backup-Sides immer mit dabei. Und da sie relativ niedrig sind, wobei sie doch ja, höher sind als die meisten Flip-Sides, nichtsdestotrotz auch mit niedrigen Montagen, jetzt zum Beispiel mit diesem RDAP Red Dot, könnt ihr sauber drüber gucken, das ist kein Problem. Das größte Problem an dem 4 ist einfach die sehr niedrige Visierlinie durch den Hinterschaft, weil ihr halt einfach die Wange sehr nah aufliegen habt und der Kopf relativ schief auf der Waffe liegen muss, damit ihr sauber durch niedrig montierte Red Dots gucken könnt.
Das muss man immer gucken. Ne? Deswegen empfehle ich beim 4S generell ein bisschen höhere Optiken, wie jetzt zum Beispiel ein ACOG. Genau. Schauen wir mal weiter. Genau. Klappen wir sie wieder auf, weil so sieht es doch besser aus. Wir haben das Hülsenauswurffenster. Das Cover ist aus Metall, nicht aus Kunststoff. Öffnet sich, wie bereits gezeigt, durch Ziehen des Spannhebels. Wenn man den Spannhebel nach hinten hält, hat man den Blick auf die Dial-Type-Hopper-Unit wie immer durch Drehen nach oben und unten zu verstellen. Diese hier ist weitestgehend echt ziemlich schwergängig, ein bisschen untypisch für ICS, was mich wundert. Vielleicht liegt es aber jetzt auch generell an der komplett neuen Metall-Hopper-Unit. Sie lässt sich gut verstellen, aber es ist echt ein bisschen schwergängig. Das Riss ist wunderschön. Festgespackt hier durch die 6 Imbusschrauben. Echt schön, Linsenimbus. Die 22mm Picatinny Rails, gedacht zum Montagen aller Art, links, rechts, oben, unten, oben schön weit und durchgängig zum Montieren von allem, was ihr wollt. Hier unten Grips, hier vorne Packboxen, wenn ihr den Akku nach vorne legen wollt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wir haben einen Vorwärtsassist ohne Funktion. Wir haben hier den schönen Lauf mit diesem super geilen Mündungsfeuerdämpfer im Stile der CXPs. Der ist für mich so ziemlich der geilste Mündungsfeuerdämpfer, den ich mir vorstellen kann. Er ist, wie ihr sehen könnt, relativ schlank und nichtsdestotrotz sehr markant. Also echt ein geiles, geiles Teil. Auch hier der Gasentnahmeblock innen drin, schön angedeutet. Also das ist ein qualitativ und auch von den ganzen Details her sehr, sehr schönes Gewehr. Kann ich einfach nicht anders sagen. Q-Listening Plate hier hinten, wie bereits gezeigt. Crane Stock in verschiedensten Positionen verstellbar, hier hinten durch Drücken und Verschieben rastet er. Wunderbar für meine Länge und ich habe eigentlich doch relativ lange Arme. Passt hier, wie ihr das sehen könnt, an dieser Position schon deutlich dicke und ich habe das Gewehr wirklich sehr gut im Anschlag. Magazinauslöseknopf relativ klein, aber M4 typisch. Wunderbar mit dem Zeigefinger zu erreichen. Magazine fallen weitestgehend frei aus der Waffe. Das hier ist jetzt dieses billige Kunststoffmagazin, aber auch das fällt fast ganz raus. Dazu sei euch gleich gesagt, die Magazine bzw. das Magwell ist Tokyo Marui kompatibel, was halt schön ist. Hier haben wir ein King Arms Low Cap Magazin, sitzt und hängt. Also die Waffe feedet und sieht damit auch doch ganz gut aus. Also mir gefällt das richtig gut. Diese fallen wirklich frei aus der Waffe, so wie es sein soll. Wir haben auf der linken Seite der Waffe den Fake Bolt Catch. Dieser ist zwar beweglich, hat aber keine Funktion. Genauso auf dieser Seite lokalisiert ist der Fire Selector Switch. In dieser Position hier ist er auf Safe. Abzug ist gesperrt. Mittlere Position semi-automatisch. Ganz rechte Position ist es vollautomatisch. Vollautomatisch in Deutschland natürlich nicht aktiv. Rastet wunderbar, so wie es sein soll. Also da gibt es auch keine Missverständnisse. Gefällt mir gut. Das war es jetzt eigentlich mit der Bedienung. Zeige ich euch doch mal, wie das gute Stück triggert. Schaut mal die Waffe mal auf Semi und guckt euch mal das an. Triggern wir mal ein bisschen schneller. Also die Waffe triggert und läuft sehr schön. Man sieht hier das Hülsenauswurffenster klappern. Funktioniert alles sehr gut. Aber ein Manko habe ich jetzt an der Waffe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich schieße sie mit 11.1 Lipos. Es ist natürlich kein MOSFET verbaut im Moment. Ich habe jetzt durch schnelles Triggern bereits 2 Sicherungen gegrillt. Hier sind die guten Stücke. Das sind die typischen ICS-Sicherungen, wie man sie kennt. Mit einem Schmelzdraht und dieser ist mir jetzt 2-mal abgekackt beim schnellen Triggern. Jetzt habe ich ebenfalls nochmal eine drin, deswegen will ich jetzt nicht so lange hier triggern. Ich weiß nicht, wieso das bei meiner der Fall ist. Ich habe jetzt auch das ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber natürlich schiebt sie jetzt ein bisschen zu viel Strom über die Sicherung und die Sicherung kackt ab. Sie wird anscheinend empfohlen für 11.1 Lipos, muss ich jetzt anscheinend aber ein bisschen widersprechen. Sie triggert und geht wie Sau, aber die Sicherungen machen es wohl nicht mit.
Da müsstet ihr vielleicht euch ein bisschen schwächere Akkus organisieren. Entweder 7,4 Volt Lipos oder ihr spielt einfach mit NIMS. Da müsst ihr gucken. Aber das ist mir jetzt persönlich noch bei keiner ICS passiert, aber bei der sofort reproduzierbar gleich zweimal hintereinander die Sicherung geschossen. Sollte man mal bedenken und im Auge behalten. Nichtsdestotrotz, die Funktion ist hervorragend. Die Waffe schießt klasse, triggert klasse, Gearbox klingt super. Schussbild ist wirklich einwandfrei für eine Karabinerlänge wie bei dieser M4. Bin ich absolut zufrieden damit. Klasse Teil. Genau. Dann schauen wir uns doch jetzt mal ganz kurz das Akku-Compartment an. Hier hinten in der schmalen Stocktube. Ihr nehmt den Hinterschaft und drückt ihn richtig fest, dass er hier hinten fast eben rauskommt und zieht ihn einfach raus. Jetzt kommt hier mein schönes Kabelgewirr zum Vorschein und ein 11-1er Triple Stick. Dieser ist relativ schmal, aber wenn ich den hier so schön zusammenpacke, zu so einem Dreierpack, dann kriege ich den hier hinten gerade so wunderbar in die Stocktube rein. Dann hängt hier ein bisschen das Kabelgedöns raus und das passt einwandfrei. Deswegen zeige ich euch eigentlich gleich die schöne Verlegung hier dieses Kabels. Ihr könnt hier hinten die Nut erkennen, in welcher dieser Pin hier des Crane-Stocks eingreift. Sehr, sehr cool. Und zwar läuft darunter hier die Verkabelung. Das heißt, egal was ihr schiebt, ihr könnt diese Verkabelung hier mit dem Tamiya-Connector nicht quetschen. Das ist echt eine coole Geschichte. Auch hier ist die, wie gesagt, gezeigte Schmelzsicherung. Dieses Mal eine grüne, die anderen zwei gelben sind bereits ja abgekackt. Muss man leider dazu sagen. Hier unten die Plate für den Motor auch noch zu erkennen mit ein paar kleinen Kühlrippchen. Echt eine feine Geschichte. Der Trigger Guard kann aufgeklappt werden, ist auch echt eine coole Sache. Der Trigger liegt schön am Finger, ist M4 typisch sehr filigran und schmal, aber von der Response her gut, gibt aber wie immer keinen Druckpunkt. So, dann fügen wir das Teil hier wieder ein. So, genau. Wunderbärchen. So, jetzt muss ich das gucken. Genau, jetzt ist er fest drin. Ein bisschen streng läuft der Hinterschaft, aber er funktioniert. Muss ich sagen, habe ich auch schon besser gesehen. Naja, aber er geht. Hier hinten, das Anschlagstück ist gummiert, liegt auch gut an der Schulter, ist allerdings ein bisschen grobschlächtig, hätte man schöner lösen können. Generell der ganze Hinterschaft ist jetzt nicht so mein Obertraum. Er passt halt gut zur Farbgebung der Waffe, aber wie gesagt, durch die Stränge hier ist es jetzt nicht ganz mein Traum. Er funktioniert, aber naja, gibt Schöneres, muss ich dazu sagen. Aber der Gesamteindruck der Waffe ist wirklich, jo, das kann man so lassen. Bin ich der Meinung, absolut. Kommen wir zum Schussverhalten. Also ich meine, ihr habt es bereits gesehen und gehört, ne? Die Waffe schießt und triggert wirklich stark. Schussergebnis so auf 35 Meter würde ich jetzt mal behaupten, man hohe Ziele mit einem kleinen Burst überhaupt kein Problem, wenn er einfach mal hier kurz mit drei, vier Kugeln durchtriggert. Hervorragend, passt, ne? Also Schussfolge, alles wunderbar, Präzision wirklich sehr, sehr gut, wenn sich das Hopp auch mal ein bisschen eingelaufen hat. Zeige ich euch hier ein paar noch kleinere, nähere Impressionen der Knifte. Das schöne Riss, Flipsides, der Lauf. Also alles in allem wirklich ein wunderbarer Karabiner. Und ich muss sagen, von der Haptik her ist es für mich die beste ICS, die ich jemals in der Hand hatte. Traum. Also auch die schönste M4 haptisch mit den VFC 416, 417 Modellen. Ganz ehrlich, das ist genau meine, weil ich genau auf diese Art von Rail-System Handguard stehe. Das ist total meins. Hier der Receiver, der Lower und der Upper, Billet Type, schön gefräst, ne? Wirklich, wirklich klasse. Aufzuklappen ist die Gearbox wie immer einfach hier über diese Pins, ne? Ihr drückt es einfach durch und raus. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade kein Werkzeug da. Ich gucke mal schnell, vielleicht kriege ich es hier raus. Schauen wir mal kurz. Schauen wir doch nur mal kurz, dass wir euch das kurz zeigen hier, den Spaß. Genau. So.
Die Pins sitzen immer wunderbar fest, aber die Systeme sind immer schön aufzuklappen. Hier zu erkennen die Lower Gearbox mit den Zahnrädern und den Schleifkontakten. Und hier oben haben wir immer die Upper Gearbox, welche sich rausziehen lässt mitsamt der Metall-Hop-Up-Unit, welche ihr hier erkennen könnt. Qualitativ echt feines Zeugs, kann man sich nicht beschweren. ICS-typisch, da kriegt er richtig was fürs Geld. Also eigentlich ab Werk mal wieder getuned. So, jetzt zeige ich euch wieder meinen Zusammenbautrick. Durch Zusammendrücken entsteht hier wieder dieser Spalt. Und wie der aufmerksame Zuhörer meiner Videos bereits gesehen hat, lässt sich das relativ schnell lösen. Kurz nochmal mit dem Akku verbinden. Die Waffe auf Feuer bereitstellen. Beide Hälften zusammendrücken, einmal schießen. Und schon ist das komplette System wieder miteinander verbunden und die Waffe ist wieder absolut ready for action und alles funktioniert. So, renn damit, renn damit, renn damit. Nehmen wir das Standard-Mac. Genau. Und das ist es, Leute. Das hier ist die ICS PAR MK3. In 10. Für mich wohl die beste ICS haptisch, die ich ever hatte. Qualitativ vom Schussverhalten her entspricht sie eigentlich weitestgehend dem ICS Standard und dieser ist in meinen Augen fürs Geld hervorragend. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Und eigentlich macht die Waffe genau das, was ich von ihr erwarte. Sie fühlt sich gut an, sie schaut gut aus und sie schießt vor allen Dingen hervorragend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne. Ich hoffe, das Review zur ICS PAR MK3 EBB in 10 hat euch gefallen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit meinen anderen Videos. Bis die Tage. Peace und ciao, ciao.